Bleibt einen Moment. Teil 1 und 3. Kapitel 4. Aufruf an die Zwerge. Wir brauchen die Verstärkung durch die Zwerge von Othrika, um mit der Bedrohung aus Angmar fertig zu werden. Die Zwerge dort sind gute Langbärte. Sie wurden jedoch seit Jahren von den Grimhans zur Arbeit gezwungen. Als die Grimhans dann gezeigt haben, wem sie wirklich dienen, haben die Langbärte sie aus Othrika vertrieben. Sie werden jedoch immer noch von den Grimhans unter Druck gesetzt. Erst vor kurzem ist Dori, einer von Durins Volk in Erebor, gekommen, um ihnen beizustehen. Es wird nicht einfach sein, sie davon zu überzeugen, dem Rat beizustehen, aber ihr müsst es versuchen. Geht nach Othrika und sprecht mit Dori. Falls ihr Dori aus irgendeinem Grund nicht finden könnt, dann sprecht mit einem Zwerg namens Hanar. Er führt die edlen Langbärte aus Othrika an. Gut, die anderen Aufträge nehmen wir dann später an, wenn sie ran sind, wenn die Zeit ran ist für sie. Aber wir machen uns jetzt erstmal direkt auf zu Dori, beziehungsweise nach Othrika. Ich habe gerade ein bisschen gestutzt bei Hanar, weil ich habe ja auch Mass Effect Let's Played und dort gibt's ja die Alien-Rasse der Hanar, die aber nur mit einem N geschrieben werden. Wahrscheinlich heißt er eigentlich auch Hanar und nicht Hanar, aber steckt halt so drin, die so auszusprechen. Gut, machen wir uns mal auf und schauen mal. Es ist nicht weit, wir müssen nur hier nach Norden abbiegen. Wir sehen das hier. Hier oben haben wir die Zwerge, hier ist Othrika und hier unten ist die Elbensiedlung Meluinen. Wenn wir dann zu den Menschen wollen, müssen wir hier unten nach Schragen. Schragen ist quasi das Tor zu den Nordhöhen vom Breland aus. Also da geht es dann quasi schon wieder den grünen Weg hinab nach Süden. Gut, aber ich glaube, da können wir dann sogar per Pferd hinreisen, weil ich schon in Schragen war. Ich glaube zumindest, dass ich den Stallmeister auch angesprochen habe. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. So, der Weg müsste passen. Ich glaube, wenn wir hier auf dem Weg reiten, dann müssten wir am Ziel ankommen. Überall die stummen Zeugen der Vergangenheit. Massen über Massen von arnorischen Ruinen. Muss mal ein imposantes Reich gewesen sein. Ich frage mich gerade, was das da oben eigentlich ist. Komm, das schauen wir uns mal an. Ist wahrscheinlich nichts Bedeutsames, aber wir schauen trotzdem mal vorbei. Sieht aus wie irgend so ein Hochsitz, einfach nur der Wache halber, oder? Kann das sein? So ein Wachsitz? Schauen wir mal. Ah, ein Leuchtfeuer, alles klar. Ich weiß nicht, ob das für irgendwelche Quests von Bedeutung ist. Das Holz sieht ja relativ frisch aufgeschichtet aus. Könnt mir vorstellen, dass man das vielleicht anzünden muss hier irgendwie bei Gelegenheit, bei irgendeinem Quest in den Nordhöhen. Die habe ich halt wirklich leider auch nicht. Doch, ich habe sie, glaube ich, mal teilweise mit einem Charakter gemacht, als ich damals gerade diesen VIP-Status hatte. Aber nicht vollständig. Hier gibt es auch viele Ecken, in denen weiß ich gar nicht, wo es hingeht. Also hier in den zerklüfteten Bergregionen. Hier geht da auch noch ein Weg hinter. Hier sind viele Verstecke. Ah, immer noch Eibenzweige, okay. Hier sind viele Verstecke, die in ganz kuriose Regionen führen. Ich kann euch übrigens auch mal, weil wir da vom Hauptquest ja nicht hinkommen, mal zeigen. Hier unten ist eine Region, also hier in Tower Gone Wife. Hier gibt es viele Spinnen und hier in Doldinen gibt es Trolle. Ganz viele Trolle, das ist also quasi ein Trollwald, wenn man so will. Und wenn man dann den Weg, also hier kann man durchreiten, hier gibt es einen Weg, der durchführt, ist aber nicht so gesund. Und wenn man dann hier den Weg nach Norden wieder hinauf nimmt und nach Runenlat kommt, muss man durch ein komplettes Heerlager der Orks hindurch, das ziemlich dicht bevölkert ist, muss ich sagen. Das ist auch ziemlich ungemütlich. Man kann aber natürlich sich auch das Ganze einfach machen, denn hier durch Esteldin gibt es einen Schleichweg, der uns hier unten rauswirft, hier hinten meine ich. Und das will ich dann mit euch auch nochmal machen, jetzt abseits vom Hauptquest, weil es hier eine weitere Erdlingensippe gibt. Die möchte ich euch zumindest zeigen, weil ich sie so sehr mag, die Erdlinge. So, da sind wir in Othrika angekommen. Ich red mal kurz mit dem Stallmeister wieder. Und dann müssen wir noch den richtigen Zwerg suchen. Wir haben in letzter Zeit viel Ärger mit den hiesigen Tieren. Wenn ihr uns aushelfen wollt, wendet euch an den Vorratshändler Ordi. Gut, wo haben wir den denn? Ich glaube, hier vorne müsste er sein, ne? Genau, da ist Hanar. Und wir sehen, es ist nicht Dori. Dori scheint nicht da zu sein. Was benötigt ihr? Ihr sucht Dori? Dori ist unglücklicherweise den Grimhans in die Hände gefallen.
Ein Gesandter der Verräter war gerade hier und hat uns gedroht, dass die Dori töten werden, wenn wir ihnen die Minen nicht übergeben. Bitte, schenkt mir Gehör. Für eine Gefährtengruppe? Was? Na gut, ich glaube, wenn wir alleine reingehen, kriegen wir wieder einen Bonus. Ein Rat der freien Völker? Wie könnten wir an einen Rat denken, wenn Dori nicht bei uns ist? Erst als Dori gekommen ist und uns den Edelsteinschatz mitgebracht hat, haben wir wieder zu hoffen gewagt. Aber Dori wurde gefangen genommen, die Edelsteine sind verloren und unsere Hoffnung ist dahin. Wenn diese Menschen, diese Waldläufer, die Unterstützung der Zwerge von Ostrika wünschen, dann muss Dori erst befreit werden. Ihr, als Gesandter der Waldläufer, müsst diese Aufgabe erledigen, wenn ihr uns bei diesem Rat sehen wollt. Dori wird wahrscheinlich im Grimhandlager im Westen von Ostrika gefangen gehalten. Befreit Dori und bringt ihn in Sicherheit. Sobald er befreit ist, entscheiden wir über euren Rat. Hinweis, es wird empfohlen, diese Aufgabe in einer Gefährtengruppe zu bestreiten. Wenn ihr euch entscheiden solltet, euch dieser Herausforderung solo oder in einer kleinen Gefährtengruppe zu stellen, dann wird euch Inspiration dabei helfen. So sieht's aus, genau das werden wir machen. Mit Inspiration stellen wir uns der Sache. Auf geht's! Wir müssen Dori finden. Und müssen dazu erstmal in die andere Richtung wieder. Ich weiß, der Pfeil zeigt nach Westen, aber wir müssen erstmal hier nach Osten wieder raus. Ansonsten müssten wir uns die Berge runterstürzen, das wäre ungemütlich. Wir müssen jetzt einmal um den Berg herum im Prinzip. Wir können uns das ja mal anschauen. Also da drüben ist es schon, es ist nicht weit. Wir müssen halt bloß hinreiten. Das Gute ist, wir können ja von nichts angegriffen werden gerade. Das heißt, wir können eigentlich auch ziemlich gemütlich dahin reiten jetzt. Mal sehen, wie lange das noch hält, dass alles grau ist. Es wäre sehr komfortabel, wenn das bei dem Elbenquest dann auch noch so ist. Komfortabel, ja. Repräsentativ für das Quest wahrscheinlich nicht so sehr. Ihr werdet dann sehen, warum, was ich meine. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern schon. Bleiben wir jetzt erstmal gedanklich hier bei den Zwergen. Dori ist ja einer der 13 Zwerge, die mit Bilbo zusammen zum Erebor sind. Der Bruder von Ori und... Oh Gott, war Ori? Nein, Ori war nicht derjenige, der im Moria gefallen ist. Das war Oin, glaube ich. Das ist schrecklich, die heißen alle gleich. Ich glaube, Dori und Ori leben beide noch. Und die Zwerge vom Erebor, die leben auch wirklich alle noch im Erebor. Auch Gloin, der Vater von Gimli, ist ja als Gesandter vom Erebor gekommen. Warte mal. Muss ich hier drüben lang? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, ich muss hier lang. Ist auch als Gesandter vom Erebor gekommen, um Bericht zu erstatten, weil die Zwerge des Erebors und auch die Menschen von Seestadt, beziehungsweise die Menschen von Tal, sie leben ja nicht mehr direkt, also es gibt auch welche, die noch in Seestadt leben, aber viele sind ja nach Tal wieder gegangen. Die sind von schwarzen Reitern besucht worden, die versucht haben, sie zu bestechen, um herauszufinden, wo sie einen Beutel finden können. Denn aufgrund der Geschehnisse um den Erebor, die Bilbo da erlebt hat, sind eben die schwarzen Reiter auch darauf aufmerksam geworden. Oder war ja mal ein Beutlin, da könnte man ja ansetzen. Naja, und weil sie die auch ein bisschen creepy fanden, haben sie sich gedacht, gehen wir mal lieber nach Bruchtal und sagen Bescheid. Und deswegen ist Gimli zusammen mit Gloin eigentlich überhaupt erst in Bruchtal gelandet. Gut, aber wir wollen jetzt erstmal Dori befreien, der sitzt hier drin in der Käfigtür. Vorher machen wir hier aber mal ein bisschen den Weg frei, würde ich sagen. Ist natürlich jetzt erstmal nur so ein Tontaubenschießen im Prinzip. Aber macht ja nichts. Wir werden gleich schon noch ein bisschen mehr zu tun kriegen. So, gleich mal hier vorne noch mit wegräumen, denn die Sache ist, mich greifen sie zwar nicht an, aber Dori schon. Ja, ja, komm. Moppel mal nicht rum hier. So, und du kriegst hier Barts Pfeil rein. Oh, nein, den wollte ich ja gar nicht angreifen eigentlich. Naja, machen wir das halt mal so. Mit einem Spaltschuss. So. Und damit hat sich das dann auch erledigt hier. Zumindest die innere Festung ist damit schon mal ausgeräumt. Oh, ich muss aufpassen, meine Inspiration ist hier von flöten gegangen. So, da ist sie wieder. Jetzt ist sie wieder weg. Könnt ihr euch mal entscheiden? Ich hätte meine Inspiration gern. Na gut, ich glaube, sobald Dori draußen ist, wird die sowieso da sein. Da ist er. Was wollt ihr?
Na endlich! Entschuldigung, da versagt mir gleich die Stimme, wenn ich hier versuche, so rumzugrölen, wie die Zwerge das machen. Na endlich! Diese Grimhans haben den Edelsteinschatz, den ich mitgebracht habe, gestohlen. Wir müssen sie uns zurückholen. Othikar braucht diese Steine. Kommt jetzt, bevor die Grimhans Verdacht schöpfen. Ah, endlich bin ich die Fesseln los. Nun folgt mir. Was willst du denn? Ja, kommt einfach mal angelatscht und will mal Hallo sagen. Langbärte! Wir müssen uns die Edelsteine zurückholen. Na komm, dann lass machen. Sie sind weiter drin im Lager. Folgt mir. So, da kommen auch schon unsere Gegner. Haltet sie auf! Wäre schön gewesen, wenn ich vorher noch ein bisschen Heilung erfahren hätte. Also, dass zumindest mein Leben voll gewesen wäre. So. Den werden wir uns mal mit einem schnellen Bogen schnappen. Noch einen schnellen... Na... Noch einen schnellen Schuss hinterher und dann haben wir auch schon wieder genug Fokus, um mal einen richtigen Angriff zu starten. Schön. So, wir sollten immer in der Nähe von Dori bleiben, damit unsere Inspiration aufrecht bleibt. Als ich hierher gebracht wurde, wurde ich in diesem Teil des Lagers abgesetzt. Wenn die Edelsteine irgendwo sein können, dann hier hinten. Naja, schauen wir mal, wir werden sie schon finden. Lasst sie nicht durch! So. Oh, den haben wir aber schön ausgeräumt gerade. So, wen noch? Ach, du willst wirklich gleich alle mitnehmen. Du bist aber raufbeulig eingestellt gerade, Mensch. Es ist nicht mehr weit. Ja, ja, ist schön. Warte mal kurz, ich muss meinen Fokus aufladen. So, weg mit dem. Den treffe ich nicht, okay. So, wo ist denn... Ach, da hinten geht er lang. Warte, nicht so schnell. Ach Mann, der hat's aber auch eilig wieder. Ah, toll, mein Leben ist wieder ganz weit unten. Es ist großartig. Aber zum Glück sind die ja nicht das Problem hier, die Feinde. Du wirst nicht mehr zur Heilung kommen. Hier, diese Truhe. Sie haben die Edelsteine da hineingelegt. Na dann hol raus den Kram. Bitte wartet einen Moment. Gut, ich habe die Edelsteine. Und jetzt raus hier. Schön, schön. So eine typische Zwergentruhe, oder? Ein Riesengerät. Ein Riesen-Oschi. So, und damit flüchten wir dann mal von hier. Ich werde froh sein, hier rauszukommen. Was hast du eigentlich für einen Buckel, Junge? Du siehst ja aus, Mensch. Haltet sie auf! Kommt das davon, wenn man sich immer nach unten beugt, um die Felsen auf dem Boden niederzuknüppeln? Für Afrika! Für Langbärte! So, okay. Schon mal freigeräumt. Warte kurz, Dori. So. Nicht dranbleiben. Ja, ja, ich bleib schon. Ich weiß, ich muss nicht dranbleiben, um meine Inspiration zu behalten. Aber ab und zu muss ich halt auch mal meinen Fokus aufladen, Junge. Ach, Dori nimmt wirklich jeden mit hier. Na, magst du mal? Dankeschön. Irgendwie wollte gerade den Fokus erst nicht aufladen. So, erstmal auf den Falkner, weil der derjenige ist mit dem roten Rahmen. Oh, läuft. So, den können wir uns ja gleich im Laufen mitnehmen. Wir haben es fast aus dem Lager geschafft. Ja, und wenn du nicht jeden angreifst, dann kommen wir noch schneller aus dem Lager raus. Ah, Mist. Ich muss mal so hier machen. Ach, schade, hätte ich doch mal meinen Fokus normal aufladen können. Naja, was soll's. So, das war's für den Falkner. Nummer 2 ist weg. Einen schnellen Bogen. Einen schnellen Schuss. Ein fokusverbrauchender Angriff. Und schon haben wir sie. Gut. Lass ziehen. Komm. Schneller hier. Ich finde Zwergenruinen jetzt nicht so geil, dass ich hier ständig... Nein, sind ja keine Zwergenruinen, aber... Von Zwergen bevölkerte Ruinen, sagen wir es mal so. Finde ich jetzt nicht so geil, dass ich da ständig drin rumkriechen müsste. Gebt es bloß nicht auf! Wir sind gleich da! Also, ich habe keinen Grund aufzugeben. Muss ich auch sagen. Ich meine, so herausfordernd ist es dann jetzt nicht bislang. Du könntest übrigens auch einfach hier in die Richtung aufbrechen. Da gibt es weniger Feinde. Aber du willst natürlich die Stelle nehmen, wo die meisten rumkriechen, ne? Ist klar.
so viel wie möglich wegknüppeln noch mit. Man muss ja ein bisschen Rache üben. Vor allen Dingen, wenn du jemanden hast wie mich, der hier One-Shot-Kills macht. Wir können. Dori? Dori? Wir können. Dori? Komm! Hab dich nicht so. Ja, dann bleib halt. Bleib, wo du bist. Ist mir egal. Ach, komm schon. Was ist denn los? Warum hängst du jetzt hier? Dori. Ach nee. Was ist denn jetzt los? Ist das dein Ernst? Du musst nur noch 2 Meter gehen, dann ist das Quest erledigt. Ach, Dori, beweg dich doch mal. Oh, Junge. Muss das denn jetzt sein? Gibt's da noch irgendjemanden, den ich töten kann, wegen dem er vielleicht stehen bleibt? Oder wie sieht es aus? Ja, die hinten sollten ja eigentlich egal sein. Kann ich vielleicht einfach gehen? Ich weiß nicht, ob er dann irgendwann... Wisst ihr, wie bei so einem kleinen Kind, wenn man dann sagt, ich gehe jetzt, du musst alleine nach Hause gehen, dass es dann irgendwann meint, na gut, dann komme ich halt mit. Nee. Dori will einfach nicht. Jetzt komm halt mal, du störrischer Zwerg. Beweg dich. Wisst ihr was, ich starte das Quest einfach nochmal und... wir sehen uns wieder, sobald ich wieder an der Stelle bin und Dori dann befreit ist. Also bis gleich. Und da hat sich Doris Starre gelegt. Ich musste jetzt doch nicht nochmal starten, sondern ich musste einfach nur warten, bis die Gegner wieder respawned wurden. Dori geht's noch gut, das ist schön. Ich lasse ihn einfach mal kämpfen. Er kriegt das schon hin. Ah ne, komm, geht schneller, wenn ich mitmache. Ich hoffe mal, er stellt sich jetzt nicht wieder einfach hin danach und bleibt dann stehen, sondern er bewegt sich dann wieder. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Danke, Dori. Danke. Sehr freundlich, dass du dich jetzt wieder bewegen magst. Auf euch wartet der Tod, Grimhans. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Zwerge. Sie sind ein seltsames Volk. Also ich muss zugeben, ich kann mit Zwergen nicht viel anfangen. Endlich frei von den Grimhans. Ja. Wir haben es geschafft. Von hier aus sollte ich es nach Othrika schaffen. Wunderbar. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Oh, nicht zu danken, nicht zu danken. Also okay. Wir sehen uns wieder, da bin ich mir sicher. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich wüsste nicht wo, aber bestimmt sehen wir uns wieder. Ja, also nicht zu danken, dass ich dich rausgeholt habe, aber du hättest ein bisschen kooperativer sein und direkt mitkommen können. Das wäre schön gewesen. Na gut, so mussten wir halt mal eine kleine Pause mit einlegen, bis die Leute wieder respawned wurden. Von mir aus, ist auch nicht so schlimm. Immerhin haben wir es ja dann am Ende doch noch abgeschlossen. So, genießen wir mal ein bisschen hier die Bärenidylle. Süß, oder? Kratze sich am Sack, schön. Und machen uns wieder auf nach Othrika. Denn wir brauchen noch die Bestätigung von Hannah, dass die Zwerge zum Rat kommen werden. Ich meine, die Waldläufer sind auf jeden Fall dabei, die zählen aber nicht als die Vertreter der Menschen, die wir hier brauchen, sondern es geht um die Menschen, die wirklich noch in den Nothöhlen wohnen. Und das sind eben die Bewohner von Schragen. Die Zwerge haben wir dann jetzt mit ins Boot geholt. Und dann müssen wir eben noch die Schragener und die Elben überzeugen. Schauen wir mal, wie das läuft. Erstmal auf jeden Fall noch kurz hier die Bestätigung abgeholt. Habt ihr die Jofkin gesehen? Komm, wir reiten mal gleich hier rüber. Ich Gerücht um, dass wir Zwerge mit denen verwandt sind. Das sollte doch... Hannah? 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 Wo war denn der? Nachdem die letzte sollte Karawane doch angegriffen eigentlich? Wurde, bin ach, ich hier überzeugt, hinten. Ganz in der Ecke. Da. Seid gegrüßt. Ihr habt den Zwergen von Othrika heute einen großen Dienst erwiesen. Dori ist kurz vor euch eingetroffen und ruht sich nun drinnen aus. Aber er hat uns von eurer mutigen Rettungstat erzählt. Wir stehen in eurer Schuld. Schön. Was haben wir hier? 33 bis 55. Das brauchen wir nicht. 6,48. Ja gut, dann nehmen wir mal das, weil es einfach mehr wert ist. Werdet ihr mir helfen?
Bevor er sich zurückgezogen hat, habe ich Dori von eurer Nachricht über den Rat von Esselin erzählt. Er meint, wir sollten gehen, und ich bin derselben Meinung. Die Zwerge werden dem Rat zur Verfügung stehen und die Nordhöhen aus den Fängen des Feindes befreien. Geht jetzt und teilt den Waldläufern mit, dass wir kommen werden. Geht klar. Also auf zurück nach Esterlin. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Diese Zwerge, diese poltrige Art von den Zwergen, die ist ungesund für die Stimme. Vor allen Dingen, wenn man nichts getrunken hat vorher und die Stimme nicht geölt ist. Ach so. Ein bisschen OJ trinken hier nebenbei. Und dann schauen wir mal. Halberad wird das gut finden und dann schauen wir mal, was er so zu den Elben sagt. Denn die stehen ja als nächstes an. Die Menschen sind ja dann das letzte. Viele Leute unterwegs hier. Gut, rein in die gute Stube. Und wieder hin zu Halberad. Wenn wir siegen wollen, brauchen wir die vereinte Kraft der freien Völker. Was kann ich für euch tun? Oh, das sind richtig gute Neuigkeiten. Wenn die Zwerge uns beistehen, dann sind unsere Chancen viel besser, dass wir dem Kampf gegen Angmar eine Wendung geben können. Eie, ihr habt euch gut geschlagen. Wirklich sehr gut.